Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen, aber feinen Runde Minecraft-Bettwarze. Zusammen mit der Shio. Hallo. 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 Und der Strumpfhose. Ach nee, Schlumpftoast. Hallo, Schlumpftoast. Hat natürlich einen schicken Skin, ne, muss ich ja sagen. Und wen haben wir hier noch? Ein Funny HD. Hallo. Was machen die hier für einen Scheiß? Das wird auch wieder so eine Homo-Runde. Da kannst du sagen, was du willst, ehrlich. Also fängt schon mal gut an, muss ich ja sagen. Ja, ich verstehe nicht. Wieso baut man den Spawner zu? Erklär mir das doch bitte mal. Ich habe keine Ahnung, warum man das macht. Weil man blöd ist. Warum macht man sowas? Es macht keinen Spaß mit solchen Leuten. Warum macht man sowas? Und dann kriegt man auch keine Antwort. Dann sind die stumm wie ein Stück Scheiße. Das ist ja gerade sein Ernst. Ist das gerade sein Ernst? Das ist nämlich unser Spawn, den wir gerade hochsetzen. Das finde ich total bescheuert. Das ist ja richtig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Alter, hörst du jetzt auf damit? Aufhören! Könnt ihr vielleicht mal spielen? Ich weiß jetzt, warum wir immer zu zweit in einem Team waren. Ey, das macht überhaupt keinen Spaß mit denen. Also solche Leute, denen gehört einfach der Minecraft-Account gesperrt. Komplett auf Lebzeit gesperrt. Es ist wirklich so. Die dürfen auch einfach keine Videos mehr machen, beziehungsweise keine Spiele spielen. Generell. Also die dürften einfach nicht mal mehr einen Computer kriegen. Die müssten irgendwo in so einem Register registriert werden und dann Feierabend machen. Und jetzt gammeln sie noch hinter einem und warten drauf, dass er als erster vor dem Bauer in die Mitte kommt. Ehrlich. Mal gucken, wann er sich beschwert, dass ich mal wieder seine Blöcke abbaue. Er kommt bestimmt sowas wie, kannst du das mal bitte lassen? Würden Sie das bitte unterlassen? Sind wir grün, ja, ne? Ja. Okay. Weil Rot auch kommt. Das macht gar nichts. Jawohl, wie der einfach mal einen Bogen hat. Lol. Natürlich, der hat ja auch schon Gold gehabt. Scheiße, ich hab nicht mal mehr Blöcke, ey. Hui. Und ich falle runter. Juhu! Und eine runter fällt auch noch runter. Und komm, die fälle ich immer noch. Schade. Zumindest zwei Rote in den Tod geschmissen. Oh, Alter, Leute, das ist nicht euer Ernst hier. Das ist echt nicht euer Ernst. Rot kommt! Oh, Rot ist tot. Rot kam. Alter, was machen die da? Ich verstehe es auch nicht. Es macht absolut keinen Spaß und keinen Sinn, mit solchen Menschen zu spielen, ey. So, wisst ihr was? Bitte für euer Spaß, ne? Nix lass es. Oder Report für was? Reporte mich doch. Reporte mich ganz einfach. Das ist der andere. Der will gerade seinen Kumpel darauf hinweisen. Oder? Nee, doch nicht. Nee. Das ist tatsächlich der. Was denn? Dafür, dass wir so unsere. Ist das dein Ernst? Ja, so komme ich zumindest zu Blöcken. Das passt doch auch. Das ist voll in Ordnung. Er stand da sehr lange drin, er hat wohl ein paar Stacksblöcke jetzt. Frag mich gerade, warum? Warum macht er den Scheiß? Ja, keine Ahnung. Ich baue das auch nicht ganz hoch. Ja, das ist doch voll in Ordnung. Das macht überhaupt nichts, denn ich habe das ja alles auf Video, von daher ist das schon voll okay. Ich finde das so bescheuert, was er da gerade tut. Ja, soll er es machen, das ist überhaupt kein Thema. Kampf gegen die Blöcke. Sollen sie doch ruhig die Blöcke kaufen? Warte, wem? Jetzt kommt's. Ach, schade, es ist sogar meine Spitzhacke kaputt. Lol. Ich will mal kurz eine gute Spitzhacke holen. Oh, Rot kommt. Alter, ist das dein Ernst? Ja, das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Wie, ja, ich hab die schön im Video. Schlumpftoast, die werden erstmal schön reported. Alter, er baut dich ab. Alter, warum? Schön reported. Das passt schon. Wir haben gar kein Bett mehr. Vor allem unten
ne? Bei uns alles zu nur das Wetter. Richtig. Nur das Wetter. Ja, Roton, jetzt ist sie gefangen. Willkommen in der Hölle. Wir sind hier schon die ganze Zeit. Voll in Ordnung. Aber ich habe zumindest ich habe zumindest ein paar Blöcke bekommen. So, dass ich hier zumindest raus kann. Ja. So, das macht gar nichts, denn ich habe nämlich jetzt, wie gesagt, ich habe die ja auf Video und dementsprechend werden sie einfach reportet. Ihr könnt ja mal eure Kommentare dazu schreiben. Ich bin tot. Ihr könnt ja mal einfach ein paar Kommentare da lassen, einen Gruß an die beiden schicken. Die sind nämlich total für den Arsch. Wie gesagt, ich werde die einfach mal reporten und dann viel Spaß mit dem Bann, würde ich sagen. Ganz einfache Kiste. Leute. Funny, HD und Schlumpftoast. Liebes Gommeteam, unternehmt doch bitte was dafür. Das ist nett. Und wir sehen uns gleich wieder zur zweiten Runde. Bis gleich! Bis gleich! Ja, Achtung, Hacker. Okay. Was? Sind wir wieder mit Hackern dabei? Also ich glaube, das wird da nur ein reines Hack-Reporting oder so. Was? Diese Top 10, hä? Achso, das ist die. Oh nee, zwei von denen. Och nee, wir spielen gegen zwei Gilden. Also Team Grün ist komplett raus. Und Blau ist anscheinend eine Gilde und Gelb ist eine Gilde. Okay. Das heißt, sie werden auch miteinander reden wahrscheinlich. Okay. Geil. Also bin das ich ja schon mal sehr amused auf jeden Fall. Also wie heute ist echt verhext bei uns, ne? Es ist wirklich so. So, willkommen zurück zur Runde Nummer 2. Wir haben gerade festgestellt, hier sind zwei Gilden mit auf dem Server. Die wahrscheinlich miteinander sprechen, spielen, üben. Kommunizieren, das wissen wir halt noch nicht und deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen, was so kommt. Die sind schon in der Mitte wahrscheinlich, ne? Fast Bridge. Oder Speed Bridge. Ja, es gibt halt Leute, die können es einfach und es gibt mich. Und mich. Ich kann es ja auch nicht. Das war auch noch nie wirklich geübt. Warum denn auch? Ja, ich bin der Meinung, ich kann schnell genug bauen, also von daher. Ich muss dieses Gehampel nicht mehr haben. Also entweder gewinne ich oder ich verliere oder ich spiele scheiße. Es gibt halt ja auch Runden bei Olli, das wissen wir alle, beweisen, dass man dafür nicht... Siehst du, du bist jetzt da, Gelb ist unter dir. Ja, können sie ja. Gelb geht wieder nach Hause. Olli hinterher. Alter, wie er sich einfach so instant umdreht und ich ihn gar nicht treffe. Alter, wie geht denn hier los? Alter, was soll denn das? Also, krass. Das ist gleich ein Skin, natürlich, die spielen zusammen, Mann. Wenn es nicht sogar der gleiche ist. Krass, Alter, das gibt's doch gar nicht. Oh Mann. Da hab ich nichts, keine Sonne, nichts gesehen, ey. Bam. So, er baut sich hoch. Und dann kommt er jetzt wahrscheinlich zu uns rüber. Und fällt runter. Da-dum. Wo ist das Bett eigentlich? Ach ja, da drinnen, ne? Hinten in dem Raum, den ich zugebaut habe. Das ist dann, als ich gesehen habe, dass da eine Gilde kam, war es das Erste, was ich getan habe. Natürlich. Also. Halten auf, überleb. Oh mein Gott, ja, die haben aber auch zugebaut. Ich hab keine Spitzhacke. Das Dümmste, was ich getan habe, ich hab keine Spitzhacke. Ich hab eine. Nimm ne mit. Ich bin fast tot, eineinhalb. Lol, da haben die einfach mal so einen Eisenblock hier. Verdammt, ja, ich bin tot, Entschuldigung. Oh Gott, der ist für uns! Wie geht denn sowas, ey? Da fistet der mich echt tot, ernsthaft? Natürlich. Wir aber auch. Das können wir aber auch, Freundchen. So. Ey, das gibt's sowas von gar nicht. Aber es war knapp. Wenn ich eine Spitzhacke gehabt hätte. Hätte Panzerkette. Um es mal so auszudrücken. Was mich halt nur wundert, ist, dass dieser Knockback-Stick hier so null Wirkung hatte. Aber die sneaken auch sehr viel, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber das kann es doch nicht sein, dass es nur daran liegt, dass ich die nicht runterhauen kann. Mich bemerkt nämlich. Es kann sein, dass er mich bemerkt. Ja, er hat mich bemerkt jetzt. Ah, mein Gott, wieder. Ich versuche dir zu folgen. Ah, scheiße. Spitzhacke weg vom Boot. Also das ist schon... Ja, der hat null Knockback, hat der, bitteschön. Der hat wirklich null Knockback. Es tut mir leid, aber irgendwo ist das nicht ganz realistisch. Oh, hallo Blau. Nein! Ich bin runtergesprungen, ich Idiot. Oh, ein Paluten-Skin. Ja, der hat gerade so ein bisschen kassiert hier.
Scheiße, ich bin tot. Jetzt hat er seine Spitzhacke Alter, rausgeholt wahrscheinlich. Der ist hier noch. Der kriegt das aber nicht hin. So, er ist tot. Hyperdunker. Hyper. Hyper. Der Apfelstrudel. Hyper. Nein, heißt du bei der Schokokuchen hier. Es gab auch mal ein Lied, irgendwie eine Verarsche von dem Lied, von Hyper, wo das tatsächlich dann so ist. Es gab das auch mal als Aldi. Jawohl, wie schnell baut denn der bitte so eine Treppe hoch? Ja. Aber voll nett von dir. So, wenigstens ist er jetzt auch mal drunter. Wenigstens das, Alter. Das kann es ja nicht sein, dass immer nur ich runterfalle. Oh, Gelber kommt, schon wieder. Die FDP. Oh mein Gott, wie der überhaupt kein Knockback gekriegt hat. Jawohl, wie er erstmal so mein Eisen einsammelt. Du Lappen, das ist mein Eisen. Okay, jetzt hat er sich gerade selber zugebaut. Alter! Ja, genau, deswegen warte ich hier nämlich. Ich treffe den. Ja, der hat so null Knockback. Das ist voll realistisch. Natürlich ist das realistisch, dass der null Knockback hat. Und vor allem überleg mal, wie schnell der sich hier gerade reinbaut mit einer normalen Standard. Mit einer normalen Standardaxt. Hallo? Ja. Der hört doch an. Also, es tut mir leid. Gilde hin, Gilde her. Aber sowas ist doch schon nicht mehr realistisch. Leider Gottes. Ja, toll, ey. Ich bin schon tot. Was? Ich bin schon tot. Was du denn? Ich habe noch 4 Herzen, eben 3 Herzen gehabt. Da brauche ich mich nicht zu recken. Das dauert viel zu lange. Leute der Nacht. Ich meine, so, kriegen wir Besuch? Ja, ich hab's gesehen. Alter, der hat einen Knockback-Stick mit. Ja, deswegen nämlich. Alter. Naja. Bitte was? Bitte, wie geht das? Wie geht das? Der hat mit der Axt mehr Knockback als ich mit dem Knockback-Stick. Aber er kann nichts machen, weil ich habe da vorhin einen Eisenblock noch schnell hingesetzt. Er hat mich gerade eingebaut. Ja, mich auch, aber was will er jetzt damit erreichen? Er kommt nicht in unser Bett. Aber er kann sich jetzt eben schnell was kaufen. Jetzt läuft er weg. Schwert. Er hat ein Schwert und jetzt wird er uns killen. Da killen. Ja, das kann's ja aber nicht sein. Alter. Ja, was will der jetzt so lange machen, bis wir halt wirklich aufgeben, ne? Das ist. Mach ich nicht. Nö. Die genug Schuhen gebe ich ihm nicht. Nö, die gebe ich ihm auch nicht. So, auf jeden Fall werde ich das reporten. Ich habe noch ein Herz. Ich bin gespawnt und habe ein Herz. Wie geil ist das? Und Blau wird jetzt erstmal genüsslich zu gehen. Ah, ich habe ihn getötet. Echt? Ist er tot? Ja, er ist tot. Dann springe ich jetzt runter. Ich habe hier schließlich einen Eisenblock hingesetzt, damit er eben nicht so schnell bei uns ans Bett kommt. Okay. Das hat ihn jetzt wahrscheinlich gerade aufgehalten. So, da spawnst du wirklich ernsthaft auf dem Dach. Oh, ey, da weißt du, dieser Penner, bau mal die Blöcke bitte. Ja, ich spawne auf dem Dach. Hab ich jetzt vor. Ey, das ist so scheiße, ist das. Leute, das kann's nicht sein, ey. Was haben die Leute daran, wenn die so eine Scheiße machen? Okay. Hi, danke. Ich verstehe es nicht. Schon wieder jemand hier. Ich verstehe es ernsthaft nicht. Mit Gold in der Hand. Ja, willst du jetzt zeigen, wie rich du bist? Ja, dann hab doch mal einen Knockback. Und vor allem, wie er null Knockback hat, ne? Ich habe 2 Gold gekriegt. Lol. Wie er einfach so keinen Knockback hat. Ja, das hat nichts mit Ping zu tun. Das sagt der Richtige. Knockback hat wirklich nichts mit Ping zu tun, das ist so. Ping ist, wenn man zum Beispiel schneller schlägt und sowas, aber das hat nichts mit Knockback zu tun, gar nichts. Ping-Pong höchstens. Ey, das geht gar nicht, Leute. Klaus, Timo. Blau hat... Oh. Okay. Vielleicht können wir jetzt zu Gelb gehen auf dem Wege. Versuch mal dein Glück. Ja, scheiße, bei Gelb ist schon wieder einer. Die trennen sich auch nie. Quatsch, die trennen sich immer, verdammt. Oh, das war gerade so richtig geil von mir. Jetzt hat er auf einmal Knockback, weißt du? Jetzt hat er auf einmal Knockback. Ganz, ganz komisch. Ganz, ganz, ganz komisch.
Aber egal. Egal. Ich habe noch auf Video, ich werde noch auf jeden Fall reporten und den anderen Typen auch. Also das geht gar nicht so weit. Freunde in der Nacht, das wird eine Ewigkeitenrunde. So, er ist runter. Der nächste kommt auch schon. Tourkutsche. Bogen. Aber er hat einen Bogen auf jeden Fall. Mal natürlich. Und vor allem, wie so jeder Schuss ein Treffer ist, ne? Ja. Das geht überhaupt nicht. Das ist alles andere als realistisch, was die machen. Ich hab hier mal schnell das Eisen gedroppt. Komm her. So, ich spring mal eben runter. Ja, ich hab hier mal kurz mal ein Schwert hingedroppt. Oh, die sind da. Beide. Jawohl. Oh, Alter. Nur noch am Spawn und instant tot. Ja. Das ist das Problem, dass man hier gewöhnlich keine Schutzzeit hat. Weißt du, wenn man sagen würde, man hätte so, keine Ahnung, 2-3 Sekunden Respawn-Schutz, dann könnte man nicht Spawn treppen. Es ist unglaublich. Es ist echt unglaublich. Ja, man hätte keinen Vorteil daraus. Es wären nur diese paar Sekunden, die man braucht zum Respawn. Ich bin tot. Ja. Ja, nee, kein GG. Garantiert nicht. Nee. Jo, nice, ganz genau. Aber das sind wahrscheinlich die Leute, die eben dann so einen netten Nick-Changer haben. Das heißt, ist eigentlich eh hinfällig, von daher. Ja. Ich werde es trotzdem reporten und dann mal gucken, was draus wird. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Wir konnten jetzt in diesen zwei Runden nicht wirklich was reißen. Muss auch mal sein, ganz einfach. Ich habe auch die letzte Runde jetzt hier ein bisschen geschnitten, weil das wurde etwas zu langweilig, das ewige Sterben. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Schaut bei Shio mit rein, die ist unten drin verlinkt auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.